So. Mach es. Ich wollte gerade Maris fragen, weil du irgendwie zu lange gebraucht hast. Ob er den Müsli macht? Ja. Ich hatte gerade sogar eine Sache, richtig. Einen wunderschönen guten Morgen gewünscht da draußen, meine Lieben. Guck mal. Matthias ist heute schon ganz schön früh weggefahren. Ich wollte jetzt mal kurz gucken. Ach, da ist er. Das hässliche Ding. Mein Schnabelschutz wurde gestern mitgefärbt an den Rändern. Huch. Den Körbchen! Das Körbchen wollte ich gerade sagen. Oder hab ich gesagt. Oh, kennt ihr das? Diesen Geruch vom Frühling, wenn es geregnet hat. So riecht es gerade hier. Ich hoffe, sie war hier. Und bald gibt dann so eine extra Flasche, wo ein extra Sauerstoff ist, was man nur noch einatmen darf. Guck mal, Marlene hat da. Oh, du hast das Ei runtergemacht! Ja, wie sollte ich denn Auto fahren? Wann hast du das runtergemacht? Heute früh und hab's bei Marlene ums Handy gewickelt. Oder die Wolke hat Marlene beim Briefkasten aufgehangen. Wir sind hier, also wir wollten das erste an die Tür hier draußen so hängen, aber da hat das nicht gehalten. Und dann hat Marlene das da die ihre Wolke angehangen und da hat sie gesagt, klebt das mal mit dem Autofenster. So. Einkaufen. Für 5 Tage. Für 3? Hast du den Einkaufszettel? Ja, das war gut. Ja, weil der Stern, das ist halt so dick und das ist halt so eine richtig dünne. Ja, klar, ich lasse das so jetzt. Ich mache jetzt Essen. Die benutzteste Seite. Das gibt's heute zu essen. Genau, das mache ich mit dem Thermomix. Ich finde das Thermomix kochen einfach so ultra entspannt. Ein schöneres Haus als wir haben? Das geht doch gar nicht. Der Robi fährt draußen wieder. Matthias hatte den ja gestern schon komplett fertig gemacht. Finde ich auch ganz gut. Ja, Robi. Roboter. Ja, es regnet heute die ganze Zeit, deswegen kann ich draußen nicht das Trampolin fertig machen. Ich wollte es ja schon machen, aber lieber nicht. So. Brauchen wir was? Zwiebeln und Knoblauch in den Mixtopf schmeißen, aber das krieg ich doch hin. Das kriegen wir auch hin. Alle Rezepte sind ja nicht schon abgespeichert. Das kann man nicht abspeichern, das ist ein freies Rezept. Hä, hey, du machst das doch. Ja, aber ja. Ich dachte, wenn du dein Rezept vorgehst und rein hast, dann kannst du das nicht abspeichern. Nee, das ist schon so. Take it. Take it. Oh, was ist denn das für eine Friemelei jetzt hier mit dem? Wann kommt er heute wieder? Papa? Ja. Keine Ahnung. Wo ist Papa? Der ist einkaufen. Nein. Doch, einkaufen. Der ist mit seinem Auto weggefahren heute. Wohin denn? Weiß ich nicht. Ja, irgendwie was einbauen lassen er. Was sagst du?
gehen jetzt eine Runde Gassi. Mach es noch eine Jacke anziehen, komm. Mimi, Kopf weg. Hallo. Hallo. Wie soll ich jetzt anziehen? Warte noch kurz. Hunde, kommt mal hierher. Braucht nicht Richtung Kofferraum laufen, lauft mal. Was ist das, was da an der Erde hängt? Ich weiß nicht. Weiß ich nicht genau. Und da finde ich nicht Hühner. Alle kommen. Kommt. Alle kommen. Ja, die ganzen Hühner kommen noch. Oh, wir haben voll süß von den Nachbarn, also hier genau neben uns, haben wir ein Körbchen gerade bekommen. Sie kam zu uns und hat hier geklopft, hat uns eine Karte gegeben. Und dann war das auf der einen Seite von dem Korb und 21 Eier waren das. Glaube ich, waren das 21. Voll lieb, ey, wir haben uns voll gefreut. Ich habe mich total gefreut. Ich habe damit überhaupt nicht, also wenn ich jemanden eine Überraschung mache, gehe ich niemals davon aus, eine Gegenleistung dafür zu bekommen, zu erhalten. Und wir sind vor 2 Wochen war das, bin ich rübergegangen und habe denen drüben Quarkhasen rübergebracht. Ich habe so selbstgemachte Körbchen gemacht mit so Kunstrasen drin und bla 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 und habe die rübergebracht, weil wir halt gebacken hatten. Und jetzt kamen sie auch rüber und haben uns halt auch ein Körbchen gebracht. Und dann hat sie auch gleich gesagt, so von wegen, ja, es tut ihr leid, dass sie bis jetzt immer so auf Abstand war mit uns, aber sie hat sehr, sehr schlechte Erfahrungen gemacht mit diesem Haus. Hier haben bis jetzt immer nur Idioten drin gewohnt. Und da hatte sie so ein bisschen Respekt vor. Aber sie hat gemerkt, dass wir ja total lieb sind und total pflegeleicht sind und richtig gut miteinander reden. Und also das hat man ja mitbekommen. Und ja, da sage ich ja. Und dann hat sie gesagt, ja, wenn uns irgendwas stört, wenn die da drüben Feuer machen oder laut sind, ist ja ein älteres Ehepaar, ne? Wir sollen bitte Bescheid sagen, weil sie kann natürlich nicht hell sehen. Und ja, sie hat sich voll gefreut. Und wenn irgendwas ist, kommt rüber, sprecht mit uns. Und da wollte ich erst sagen, ja, ich habe schon ein Anliegen. Wenn ihr es wagt, die Trauerweide zu stutzen. Aber das habe ich dann vergessen zu sagen, weil das ist ja hier meine Trauerweide vorm Fenster. Und ich liebe diesen Baum. Ich liebe, liebe, liebe diesen Baum. Er ist einfach der göttlichste Baum überhaupt, weil dahinter ja immer die Sonne untergeht. Das sieht immer so ultra gut aus. Ja. Ultra schön, ultra gut. Da freue ich mich. Ja. Da habe ich mich gefreut, dass ich endlich persönlichen Kontakt hatte nach über einem halben Jahr und dass man sich einmal so abgesprochen hat. Ja, hier scheinen echt krasse Idioten drin gewohnt zu haben, also das ist der Wahnsinn. Jeder erzählt mir hier von, warte mal ganz kurz, Max, ich rede gerade. Jeder erzählt mir hier negative Sachen. Sei es der IKEA-Speditionslieferant, der schon mehrmals hier war. Sei es die Postfrau, was die mir schon erzählt hat. Sie hat schon gesagt, ich habe hier schon so viele
Polizei, Gerichtsvollzieher und alles vor dem Tor stehen sehen, sagt sie, sie ist einfach auch mal total erfreut, wenn sie uns sieht und wie freundlich wir sind. Und ich denke, ja, oh, so schön, da geht doch einem das Herz auf. Wenn so alle das Gleiche von einem sagen und denken. Das ist ja auch so, ich meine, ich bin die Coolste der Welt. Nein, ihr wisst, was ich meine, also. Ja, da habe ich mich echt gefreut. So, ich habe jetzt Maris gerade Toastbrot gemacht hier. Marlene ist gerade im Theorieunterricht. Sie hat mich gefragt, ob ich ihr eine Schüssel... Maris, kommst du an den Tisch? Ob ich ihr eine Schüssel Müsli machen könnte. Matthias ist jetzt ja schon seit 7:30 Uhr weg und ich habe keine Ahnung, ob und wann und ob er überhaupt jemals wiederkommt. Ich habe keine Ahnung. Wenn man vom Teufel spricht, versuche gerade Video zu schicken. Er hat keinen Empfang da, wo er ist. Ja. Oh. Hallo? Mimi, was machst du eigentlich hier die ganze Zeit? Du kriegst jetzt erstmal Tablette gleich, ne? Ein Stückchen Käse? Ja? Kriegst du gleich, ja? Spott? Das dauert noch mal, aber du kannst erstmal essen. Ich mache erstmal mal ins Essen. So. Ein Müsli für die Lieselotte. Wollen wir das mal zusammenbringen? Ich zeige euch mal, wie sie Theorieunterricht macht, ja? Dann Autofokus. So. Maris? Ich wollte gerade Maris fragen, weil du irgendwie zu lange gebraucht hast. Ob er den Müsli macht? Ja. Ich hatte gerade sogar eine Sache, richtig. Hast du geschrieben oder was gesagt? Ich sag doch gar nichts. Wo ist denn deine Lampe? Ach da. Wie heißt die? Nee, die möchte ich nicht. Das wäre schon geil, wenn wir hier noch eine Beleuchtung dann drüber anbringen. Mara ist oben baden. Mara ist jetzt hier gerade. Marlene ist es im Tier. Leute! Marlene hat ihr erstes Bewerbungsgespräch. Am 7.4. So geil. Ja, sehe ich auf jeden Fall aus. Matthias ist immer noch nicht da. Wir haben es jetzt 22.09 Uhr. Ich halte es jetzt auch nicht mehr aus. Ich muss jetzt ins Bett. Mama? Ja? Ich würde nur mal gute Nacht sagen. Ja? Ich gucke jetzt noch das allerletzte Video. Ich habe gerade probiert, ob es letzte ist. Ja, und kannst du es damit alleine ausmachen, alles? Ja, warte noch ein Video und dann. Nichts? Alles gut, ich hatte Haare im Mund. Ich kann es jetzt euch ausmachen, seht ihr nichts. Gut, ich wünsche euch allen auf jeden Fall eine gute Nacht. Ich muss mir das jeden Abend sagen, dass ich da nicht rein kann, damit die Hunde nicht wieder ausrasten. Als sowas Bescheuertes, ja? Alexa, schalte Boxen aus. Ist das aber klar? Ich habe kein Gerät mit dem Namen Boxen. Ach, ich weiß auch nicht, wie Boxen. Alexa, schalte Lautsprecher aus. Lautsprecher? Ah. Cool. Das war's jetzt von uns für euch bis morgen um 18 Uhr. Ich wünsche euch allen eine schöne gute Nacht. Sie wartet schon auf mich. Charlie, wartest du? Charlie, bist du Bibi? Gute Nacht.